Da ich ja jetzt sehr viel Rezepte im Low-Carb-Bereich mache, habe ich letztens mir ein Glas Erdbeermarmelade geholt, was eben mit Stevia gesüßt war, also Low-Carb, und habe mich bei dem Preis doch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hingesetzt, aber so ein 200 Gramm Erdbeermarmeladenglas, schlappe 5 Euro. Fand ich also jetzt doch recht heftig. Deswegen habe ich mir gedacht, machst du doch mal Marmelade bzw. Konfitüre aus Stevia selber. Ich verwende hier also als Zuckerstoff Stevia, denn zum Gelieren nehme ich hier so ein Fertiggelee. 3 zu 1. Himbeeren, Erdbeeren, ist egal welche Früchte. Dann noch ein bisschen abgeriebene Zitrone und Zitronensaft und noch ein bisschen Vanillearoma. Eure Früchte, in diesem Fall hier sind Himbeeren, wie bei jeder ganz normalen gekochten Marmelade in den Topf geben. Den jetzt bei kleiner Hitze, ich habe jetzt hier Stufe 4 gewählt, einfach aufsetzen. Von dem Stevia nehme ich im Endeffekt genauso viel, als wenn ich Zucker nehmen würde, weil es hier so ein Stevia 1 zu 1. Von dem Gelfix, das ist hier, dieser Beutel reicht für 1 Kilo Früchte. Ich habe aber festgestellt, dass das nicht so gut geliert wie mit Zucker. Deswegen nehme ich auch den kompletten Beutel, obwohl ich nur 750 Gramm Früchte habe. Die mische ich jetzt miteinander. Gebe hier auch schon meinen Vanillinzucker zu. Der ist auch auf Stevia-Basis. Ihr braucht jetzt übrigens nicht mitschreiben. Rezeptur findet ihr bei mir immer in der Infobox. Infobox, die Box, wo dieser lange Text steht, den keiner liest, über den Kommentaren. So, das wird miteinander vermischt. Und neben den Herd gestellt. Jetzt reibe ich hier die Schale einer gewaschenen Bio-Zitrone zu meinen Himbeeren. Das ist jetzt eine Geschmackssache. Mir schmeckt es so ein bisschen Zitronen, ja. Am besten. Passt auf, dass ihr nur das Gelbe erwischt, nicht die weiße Schale oder was Weiße, was unter der Schale drunter ist, mit reinreibt. Dann wird die nämlich leicht bitter. Übrigens, die Schale gibt den Geschmack der Zitrone. Der Saft macht im Endeffekt nur sauer. So, da werde ich jetzt den Saft noch auspressen. Vorm Pressen Zitrone ruhig so ein bisschen hin und her rollen. Und achtet drauf, wenn ihr ein Messer habt, was sehr hochwertig ist, dass ihr nach dem Schneiden möglichst bald das Messer abwascht. Dieser Zitronensaft ist nicht besonders gut geeignet, da lange drauf zu verweilen. Das könnte dann stumpf werden. Also abwaschen und auch abtrocknen. So, den Saft geben wir auch jetzt schon dazu. Und jetzt mal gelegentlich umrühren, dass es auf keinen Fall anbrennt. Sollte aber bei der geringen Stufe nicht passieren. Ich habe auch nur eine extra geringe Stufe gewählt, damit ich in Ruhe alles andere abwiegen kann und nicht die Gefahr besteht, dass es anbrennt. Löffel übrigens rausnehmen, der ist schon gar gekocht. Nur wenn das jetzt gekocht hat oder noch am Kochen ist, gehe ich meistens je nach Frucht nochmal mit dem Pürierstab durch. Das hat einen einfachen Grund. Ich mag nicht unbedingt diese Kerne da drin bei der Himbeermarmelade oder bei anderen Früchten, zum Beispiel auch bei Erdbeeren. Diese kleinen Kerne stören mich. Die kriege ich mit dem Pürierstab zum großen Teil klein gemixt. Man kann natürlich auch die Marmelade oder die Konfitüre, je nachdem, was man für eine Frucht verwendet, durch ein Sieb dann drücken.
Auch große Stücken sind bei so einer Stevia-Marmelade nicht unbedingt gut, weil Stevia keine konservierende Wirkung hat wie Zucker. Wenn man jetzt zum Beispiel noch eine große Erdbeere drin hat, als Stück bei einer zuckerhaltigen Marmelade, ist es nicht ganz so schlimm, weil der Zucker zieht dann in die Erdbeere rein und macht die mehr oder weniger haltbar. Also konserviert. Ist bei Stevia nicht so. So, wenn es jetzt kocht, gebe ich meinen Zucker, also meinen Zuckeraustauschstoff, in dem Fall Stevia, rein und verrühre das miteinander und lasse es jetzt nochmal so 5 Minuten oder 10 Minuten auch durchkochen. Da lege ich jetzt gerne einen Deckel drauf, aus dem einfachen Grund, weil es eben auch gerne mal so ein bisschen spritzt. Wer keinen Deckel verwenden möchte, so ein Sieb tut es auch. Auch hier nicht vergessen, gelegentlich umrühren. Nachdem sie jetzt ein paar Minuten gekocht hat, fülle ich sie in Gläser. Gebe jetzt so einen halben Verschluss ungefähr 80% Stroh rum. Kann auch jeder andere 80% hier rum sein. Vorsichtig oben rauf. Zünde diesen an. Und gebe jetzt mein Deckel mit dem vorbereiteten Gummirührer drauf. Verschließe die jetzt zusätzlich noch mit so einer Klammer. Stelle die Gläser, wenn sie abgekühlt sind, in den Kühlschrank. Weil Stevia hat nicht wie Zucker eine konservierende Wirkung und schon gar nicht in einem Verhältnis 3:1. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, oder ihr werdet mich fragen in den Kommentaren, wie lange die halten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Portion bei uns innerhalb von einem Monat verbraucht ist. Wenn das Glas einmal offen war, wird sich nach 2 Tagen oben so eine weißen Kristalle bilden, was ich zuerst dachte, dass das Schimmel ist, ist aber nicht. Da fängt der Stevia-Zucker irgendwie wieder an auszukristallisieren. Wenn man die dann isst, man merkt es, weil es knackt so ein bisschen auf der Zunge. Also es ist kein Schimmel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch andere Vorschläge haben, was ich für euch als nächstes nachbacken soll oder kochen, dann hinterlasst doch dieses bitte in den Kommentaren. Ich werde zusehen, dass ich das dann möglichst bald für euch umsetzen kann. Danke sehr.